Und ich, Idiot, habe vergessen, mich zu immunen. Super. So, ich habe da unten nachgeguckt. Zeige euch das gerne nochmal. Aber jetzt machen wir eben nochmal Sign. Braucht da welche von? 15 Stück. Ja, kommen wir mit aus. Was ich nochmal zeigen wollte und gerade gesagt habe. Wir haben ja gerade hier eben in die Kiste reingeguckt. Und die beiden sind nur dafür da, damit das überschüssige Erz hiervon verarbeitet werden kann. Beziehungsweise was in Rot landet, wird verarbeitet. Und ist in dem Fall, schauen wir mal oben rein, Ardite, Kobalt und Ferros. Und da kommen manchmal halt Nebenprodukte raus, Eisen, Gold und Shiny. Und die wollte ich da halt gerne verarbeiten. Aber da momentan nicht viel da ist davon, ist aber momentan auch die Kiste, beziehungsweise die Kisten, nicht voll. Ferros kommt aber zu Donner rein, weil es ja jetzt momentan wieder in die normale Query läuft. Aber war auch noch. So. Okay, hier haben wir jetzt. We find it. Drone. Hier haben wir. Distill. Distillant. Drone. Und hier haben wir die Farm Drone. Habe ich richtig? Ja, Farm Drone. Dann können wir in den Keller gucken, dass wir Öl als erstes haben und danach Fuel. Gucken wir gleich noch das Schilde, Mann. Okay. Hier haben wir jetzt Öl. Und hier haben wir Benzin. Oder noch so. Extract. Da ich nicht weiß, ob es funktioniert, wenn wir es drunter machen, hatte ich es ja dann daneben gemacht, beziehungsweise in diesen Schacht hier rein. Insert. Sauerei. Extract. Und weg mit dir. Ja, hier sieht man es. Das ist ganz simpel gehalten. Und der Color wird noch ein bisschen ausarbeitet. Windel kommen ja auch noch ein paar Maschinen rein, wo ich mir ein bisschen umarbeite. Und vielleicht sogar der Fuel verarbeite. Das weiß ich noch nicht. Derzeit der einzige Strom, der hier ist, ist momentan der hier. Für den Heater. Er läuft noch super. Okay, der. Wie sieht's kistenmäßig aus? Okay, das heißt, eigentlich kann ich jetzt. Alles anschließen. Nochmal den einmal, damit der Filter wegkommt. Kann man den nicht. Kann man den nicht, ne? Ne, kann man leider nicht. Ich dachte, dass man den resetten kann. Das gibt's ja manche. Hallo Schwein. So, du warst die ganze Zeit unten. Jetzt stirbst du. Hättest du unten bleiben können, wäre alles super gewesen für uns beide, aber nicht so. So, gucken, dass wir ein bisschen was wegpacken hier gerade. Eine Zentrifuge brauche ich gerade erst nicht. Stromleitungen bräuchte ich vielleicht ein paar mehr. Da muss ich aber auch erst schauen, wie ich das mache. Aber das wird auch nicht schwer. Eventuell lege ich ein komplettes Kabel von hinten hin. Von drüben will ich eher weniger. Das soll sie eigentlich hier selbst versorgen. Ich könnte eigentlich. Ja. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, Strom muss jetzt definitiv hin. Nur wie und durch was? Warte mal. Wir haben doch diesen Kinetic-Strom. Wir haben erstmal ein Leck. Kinetic. Manuell Kinetic. Elektronik, Wind Generator.
Steam und Water. Die kann ich durchklicken, aber die Water, Wind, Steam, Manuel. Okay, die kann ich noch nicht testen. Schade. Keine Ahnung, was wir für Stromeigenschaften nehmen könnten. Wir könnten vielleicht einen Lava-Generator nehmen. Lava uns holen. Was braucht ihr momentan? Lava. Wir haben ja Lava als, als Ding, aber wo brauche ich denn momentan Lava? Da. Dafür brauche ich Lava. Und im Keller. Gehen wir kurz runter. Danke. Also die FPS-Einbrüche halt. Ne, Steam, Steam, Steam. Steam wird über den Reaktor gemacht. Ne, da könnte man einen Lava-Generator hinmachen. Jetzt Lava besorgt. Gucken wir mal, haben wir einen Endertank. Endertank hier drin, ne? Da ist der rote. Den. Und dann machen wir einen Lava Generator. Gibt es, glaube ich, ja. Wir können die nehmen. Wir können den Fabricator natürlich. Liquid Heat Extract. Okay, Moment. Ich glaube, wir nehmen die einfachen Lava-Dinger, würde ich sagen. Lava-Fuels, ne. Ich würde so einen Generator nehmen. Können wir davon welche kräften? Brauchen wir davon welche? Ich glaube, ich mache auch einen von den mittleren. Ich glaube, der da würde vollkommen reichen. Machen wir jetzt davon. Achte. Ja. Sauber. Könnte ich den in Mitte bauen? Ne. Da brauche ich das an mit der Q. QDE oder QED? Guck mal hin. QED? Ja, die QED. Genau. Quantum Enrichment Device. Das ist doch gut. So haben wir unsere Lavaquelle auf jeden Fall wieder genutzt und es kann immer ein bisschen produziert werden. Apropos produziert, ich brauche vielleicht eine kleine Kammer. Vielleicht so eine kleine Zelle, die zwischenspeichert, wenn ich gerade nichts brauche. Vielleicht haben wir noch eine Bank? Nee. Ne, 25 Millionen können wir die craften. Da fehlt mir das Teil in der Mitte. Da fehlen mir ein paar von den Dingern. Jetzt kriegen wir es aber, glaube ich, hin. Einmal. Zweimal eine 25 Millionen, die reicht. Vollkommen. Dann vielleicht noch ein Messgerät brauche ich nicht. Sonst vielleicht noch was? Ich glaube eher weniger. Doch, ein Tank. Brauchen wir im Wet. Brauche ich. Wolle, ne, da habe ich sogar rote Wolle. Da ist Endertank. Endertank, Endertank. Endertank. Zack. Da schon gleich in Rot aus. Vielleicht noch einen normalen Zwischenspeichertank. Da reichen vier. Nein, Moment. Ah, so. Schluck genommen. Sollte es besser sein. Ich glaube, dann nehme ich vier von denen. Ne, da können wir auch vier von denen nehmen. Das sieht auch ganz schön aus. Wenn es optisch geht, finde ich die besser. Die anderen kann man halt mit Panels covern ab. Oder schön machen. Aber wenn ich die so mache, sind die auch gut. Was ist das für eine Musik? Keine Ahnung. Ein weiter. Dann machen wir es einfach.
Dann nehmen wir den Lavrank. So. Füllen das Zeug dann. Einfach solche. Okay, drei ist auch okay.